Hallo, das ist wahrscheinlich das allerletzte Mal, also sehr sicher, dass das letzte Mal ist, dass ich in diesem Haus und in dieser Wohnung mal ein Video aufnehme. Und ich möchte euch die Geschichte erzählen, wie ich zu diesem Becher gekommen bin. Das war ein langer Weg und ich habe mir diesen Weg nicht so schwer vorgestellt, aber am Ende habe ich es geschafft, auch wenn es nicht perfekt ist. Es hat so ein paar Stellen, die nicht so ganz zufriedenstellend sind. Hier so eine kleine Lücke, Spalte, die mich noch so ein bisschen beunruhigt. Aber der Becher ist trotzdem dicht. Und ja, ich kann jetzt daraus meinen Tee trinken. Genau, jetzt könnt ihr mal gucken, wie ich diesen Becher geschaffen habe. Viel Spaß dabei! Zuerst musste ich mir ein passendes Stück Holz aussuchen. Es soll nicht zu dick sein, aber auch nicht zu dünn. Und da habe ich in meinem Holzlager gesucht. Ja, der erste ein bisschen zu dünn, der zweite ein bisschen zu dick, dann wieder zu krumm. Aber dieses Stück Haselnuss, das scheint ganz richtige Größe zu haben. Dann habe ich geguckt, welche Stelle aus diesem Stamm gefällt mir am besten, um jetzt die entsprechende Becherhöhe rauszuschneiden. Wie so oft messe ich es wenig mit Linear und Stift, sondern mache ich einfach Markierung mit dem Nagel und verlasse mich einfach auf mein Augenmaß. Hier nochmal die Kontrolle, ob die Maserung stimmt, ob da kein unerwünschter Ast rausguckt. Und jetzt geht's los mit dem Sägen. Am Anfang mit dem Fuchsschwanz ging es eigentlich ganz gut, aber dann habe ich noch zur Japansäge gegriffen und das ging doch ein bisschen besser. Also hier sehe ich schon in meinem imaginären Auge einen Becher, aus dem ich einen Tee trinke. Da ahne ich noch nicht, wie viel Arbeit vor mir noch steht. Ist aber noch viel Arbeit. So habe ich mir das eigentlich erstmal vorgestellt. Einfach mit dem Astlochbohrer ein dickes Loch vorbohren und den Rest mit dem Messer nacharbeiten. Tja. Leider hat es nicht so ganz so geklappt. Ich weiß nicht warum, ob jetzt der Bohrer zu stumpf war oder die Maschine zu schwach war. Ich kam einfach überhaupt nicht vorwärts. Dann habe ich einfach den dicksten Bohrer genommen, den ich hatte. Ja, aber auch der hatte echt Schwierigkeiten. Das Holz war noch ganz kleines bisschen feucht, ja, vielleicht dann doch feuchter, als ich dachte, obwohl es schon längere Zeit abgelagert war. Aber halt eben draußen abgelagert. Also der Bohrer ist mir immer wieder stecken geblieben im Holz und ich hatte Mühe, das immer wieder rauszuholen. Trotzdem war das noch die beste Methode. So, die Sache mit dem Becher gestaltet sich etwas schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich bin zwar so ein bisschen vorangekommen, aber so richtig zufrieden war ich nicht, was ich schon alles ausprobiert habe. Ich habe schon mit der Bohrmaschine probiert, mit der Standbohrmaschine, mit verschiedenen Bohrer. Mit manchen ging es gar nicht, mit manchen so lala. So, das meiste Erfolg hatte ich mit so einem Löffelschnitzmesser. Das ging hier so sehr langsam und mühsam voran. Man kommt nicht wirklich hier ran in das Innere vom Becher. Aber mit viel Mühe und viel Arbeit habe ich mich da vorgekratzt. Was ich auch probiert habe, ich habe versucht, da möglichst viele Späne drin zu machen und dann das Ganze habe ich angezündet. War aber nicht sehr effektiv. Also sind die Späne zwar ausgebrannt, aber war alles nachher ganz schwarz und ver.
Genau, die Späne sind dann verbrannt und war alles schwarz. Und ich weiß nicht, ob deswegen, aber leider ist mir hier ein Riss entstanden. Ich hoffe, ich kann es nachher mal noch zustopfen, zukleben. Aber jetzt hatte ich noch eine Idee. Ach so, was ich auch noch probiert habe, ist mit dem Dremel. Das ist mit so einem Fräsaufsatz. Ist aber auch mäßig. Geht nicht so gut, da kommen nur ein bisschen Späne raus. Ja, leider. So, damit habe ich auch probiert. Das funktioniert auch nicht so richtig. Also, wobei so ein bisschen vorwärts kommt man. Ich habe es natürlich auf dem Boden gemacht und dagegen geklopft und alles nicht so. So, da kommt man auch nur ganz langsam voran. So, was ich mir jetzt gedacht habe, nachdem ich so viele Sachen ausprobiert habe, mit dem Messer funktioniert auch nicht so. Es ist alles nur so, ich kriege immer ganz wenig Holz daraus. Was ich mir gedacht habe jetzt, ich schneide hier eine Scheibe ab. Dadurch kann ich von der anderen Seite auch mal mich voranarbeiten und hoffe, dass ich dann besser hier durchkomme. Und zum Schluss klebe ich diese Scheibe hier noch mal neu dran. Ich hoffe mal, das kriege ich halt möglichst sauber hin und dass der Becher trotzdem dicht wird. Aber ich glaube, so komme ich einfach nicht weiter. So, das habe ich mir alles ziemlich einfach vorgestellt, ist aber nicht so einfach. Aber ich gebe nicht auf. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Ich lasse euch wissen, ob es funktioniert hat oder nicht. Ich hoffe, es funktioniert aber. Gesagt, getan, säge ich eine Scheibe vom Becher ab. So, das hat mir allerdings die Arbeit sehr erleichtert, um den unteren Teil vom Becher schön auszuarbeiten. Jetzt konnte ich endlich von beiden Seiten mich vorarbeiten und das hat die Arbeit wesentlich erleichtert. Trotzdem war die Sache immer noch recht mühsam und so schnell kam ich da auch nicht voran. Als ich dann endlich mit der Form und der Wanddicke zufrieden war, habe ich noch den letzten Schliff mit dem Schmirgelpapier gemacht und dann konnte ich die untere Scheibe ankleben. Die Scheibe war von dem gleichen Stück abgeschnitten, muss also perfekt drauf passen. Nun leider ist die Scheibe etwas angetrocknet und hat einen Riss bekommen. Dadurch ist sie ein bisschen größer als das Stück Holz geworden und dadurch ergab sich ein kleiner Rand. Und jetzt noch ist mir die Scheibe in der Hand zerbrochen. Das war natürlich nicht so geplant,
Und das hat mich etwas frustriert, aber ich wollte nicht aufgeben. Und ich habe, also ich wollte sowieso mit dem wasserfesten Kleber die Scheibe ankleben. Jetzt musste sie erstmal zusammenkleben und dann an den Becher dran kleben. Na, da habe ich schon ein bisschen gezweifelt, ob das hält. Nachdem der Becher getrocknet ist, war er leider total undicht. Das Wasser lief einfach aus allen Spalten und Ecken raus. Die erste Abdichtung habe ich mit dem Epoxidharz gemacht. Ich habe mir immer sehr kleine Mengen von Epoxidharz zusammengemischt, was dann natürlich die Sache nicht einfacher gemacht hat. Bei so kleinen Mengen bleibt immer ganz großer Anteil an den Wänden kleben, aber ich wollte halt sparsam mit dem Material sein und so habe ich mal dreimal nachgemischt. Aber naja, so ist es. Also in drei Ansätzen habe ich den Becher abgedichtet und die größten Lücken geschlossen. Nur diese eine Lücke, die ist irgendwie noch geblieben, aber ich schaue mal, ob ich die noch irgendwann mal nochmal übergieße oder lasse ich das so, wie es ist. Weil der Becher im Moment jetzt dicht ist, also braucht nicht unbedingt eine Ausbesserung. Das ist nur reine Optik, die mich noch ein bisschen stört. So sieht der Becher aus jetzt, wenn er abgedichtet ist. Genau, so sieht er drinnen aus. Es ist dicht, aber die Form, also diese Kante an der Seite, die gefällt mir nicht. Und deswegen möchte ich ihn jetzt nochmal abschleifen. Aber diesmal mache ich das mit der elektrischen Schleifmaschine. Und das ist das Ergebnis. Diesmal habe ich mir mit der elektrischen Schleifmaschine geholfen, sonst würde ich es nicht per Hand niemals schaffen. Und ja, das ist die Stelle, die mir noch ein bisschen Sorgen macht. Die habe ich versucht nochmal zu füllen, aber nach dem zweiten Mal auch nicht so ganz erfolgreich. Ich habe den ganzen Becher sowohl von innen als auch von außen mit dem Hartwachsöl behandelt. Und hier seht ihr nochmal, wie ich versuche, mal diesen letzten Spalt zu füllen mit Epoxidharz. Wie gesagt, das hat jetzt so mäßig geklappt. Das Harz ist dann immer wieder immer tiefer eingedrungen und es kamen mal so große Luftblasen hoch. Und wahrscheinlich müsste ich den Vorgang noch zwei, dreimal wiederholen, um diesen Spalt wirklich zu schließen. Aber man kann es auch mal sein lassen. Also ich bin jetzt mit dem Stadium, wie der Becher jetzt aussieht, ganz zufrieden und ich kann es auch mal so stehen lassen, wie er jetzt ist. Ich hoffe, das Video gefällt euch und vielleicht hinterlasst ihr mir einen Daumen hoch oder ein Abo da.